Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Nein, heute mal zu einem bisschen ernsteren Thema. Das wollte ich unbedingt mal raushauen für euch. Ich habe auch im Hintergrund seht ihr jetzt ein Gameplay. Und ja, vielleicht fangen wir dann schon sofort mit dem ersten Thema an. Ich habe mir hier so eine kleine Word-Liste gemacht, was ich so alles abhaken soll. Richtig professionell. Aber wir fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Wenn ihr das Video im Moment seht, bin ich im Moment in Spanien im Urlaub. Ja, vielleicht habe ich auch schon was auf Instagram. Mein Instagram-Vername zeige ich mal kurz hier. Ja, vielleicht habe ich ja schon auf Instagram oder Snapchat irgendwas davon gepostet, wie ich im Urlaub bin oder was oder wie oder war. Auf jeden Fall kommen in der Zeit, wo ich im Urlaub bin, halt keine Streams. Videos kommen auch nicht so viele, weil ich einfach keine Zeit habe, ja, Videos hochzuladen. Das regt mich immer ein bisschen auf, weil wenn ich dann irgendwas besonders aufnehmen will, klappt das nicht oder so. Und Alter, das regt mich dann auch besonders auf. Und dann, ja, keine Ahnung. Und dann wollte ich noch darüber reden, das Miteinander spielen, ja. Weil, ich habe euch halt alle in meinem Hauptaccount geaddet, das finde ich auch eigentlich cool. Nur es gibt ein Problem, womit ich mich jetzt ein bisschen ausführlicher befassen will und auch mal ein bisschen mich ausführlicher mit euch darüber reden möchte. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schnell jetzt einfach nur mal ein Beispiel, mit irgendeinem, keine Ahnung, mit Freunden spielen, mit Klassenkameraden oder so, keine Ahnung, die auch gerade in Urlaub waren und so, und dann sind wir halt zu zweit oder so, weil ich ihn halt zum Beispiel den Klassenkameraden nicht lange nicht gesehen habe und ich dann halt über Urlaub und so sprechen will. Und dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn ihr mich einladet, so. Aber wenn ich dann auf die Einladung zum Beispiel nicht reagiere, dann wäre es vielleicht, das soll jetzt überhaupt nicht negativ wirken oder so, dass ihr mir auf die Nerven geht, nein. Dann wäre es vielleicht, lasst ihr mich dann mal kurz in Ruhe, weil ich, das ist halt, weil ich habe halt meine, auch YouTube ist halt nicht mein Leben, sagen wir es mal so. Und ich habe halt auch noch meine eine Privatsphäre. Mir ist das auch unangenehm. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, ist ja nicht so schlimm, da hören wir halt zu, aber es ist auch egal. Aber mir ist das irgendwie unangenehm, wenn ich dann mit denen über was Persönliches rede, halt so, wie Klassenkameraden sind, die ich jetzt, keine Ahnung, schon 4 Jahre oder so kenne. Und dass dann einer zuhört, den ich vielleicht schon ein Jahr kenne, es war auch mega korrekt ist, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Das soll überhaupt nicht negativ sein oder so. Ja, das wollte ich jetzt erstmal loswerden an der einen Stelle. Und dann war mir bei dem Punkt angekommen, dass ihr, wenn ihr mich einladet und ich nicht reagiere. Ich muss mal kurz auch mal nochmal ein Beispiel nennen. Früher in der Minecraft-Szene, da gab es so jemanden, der heißt Joe. Das könnt ihr auch mal gerne auf YouTube eingeben. J-O-O-S. Den habe ich halt auch übelst gefeiert gehabt, ne? Ich war mit dem im Video, also entweder in die Lobby. Ja, wollte mitspielen für ein Video. Kurs war es damals auch. Er hat das Video aber, glaube ich, offline genommen. Und dann hat er mich halt auch als Freund geaddet und ich wollte immer, wenn der online war, wollte ich immer sofort mit dem spielen. Und dann war ich halt auch übel sad, wenn er halt, oder hat, der hat auch mit den Freunden gespielt und hat dann nie wieder so privat mit mir gespielt gehabt. Aber dann habe ich mir auch nur so abends so halt gedacht, so, ja, fuck, Alter, soll ich ihn jetzt deabonnieren? Mann, was für ein Assi oder so. Da war ich auf jeden Fall auch ziemlich sad und wütend auf den. Aber, und da habe ich mir immer gedacht, ja, warum spielt er nicht mit mir? Der hat nicht so viele Abonnenten und jetzt hat er einfach, warum spielt er nicht mehr mit mir? Ja, und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich selber YouTube mache, es mir übelst viel Spaß macht, mit Community abzuhängen. Aber wenn ich halt mit Freunden spielen will, das war dasselbe wie bei Joos, also J-O-O-S. Keine Ahnung, dann möchte ich halt nur mit Freunden spielen und nur mit den Freunden die Zeit verbringen. Manchen Freunden ist das auch unangenehm, also für die fremde Leute zu reden. Und ja, also wenn ich solo bin oder so und nicht am Aufnehmen bin oder am Solo-Schwitzen bin, dann kann ich auch gerne mit euch spielen oder mal reden. Aber es gibt da jemanden, der ist eigentlich durchgehend online, mit dem spiele ich auch ziemlich häufig. Wollte ich das mal loswerden? Weil ja, aber ich mache halt auch in Streams wirklich
Only Community Streams. Und da könnt ihr auf jeden Fall mitspielen. Einfach in den Stream-Chat schreiben oder mich persönlich an Fortnite adden. Heißt halt DMK, großes D, großes K. Einfach mal adden. Da könnt ihr mal gerne mit mir spielen. Aber dann, wenn die Streams, so, ich nenne die Streams dann auch so, oder frag doch mal gerne im Streams, aber da bitte auch nicht die ganze Zeit fragen, so, ja, bitte Community Stream, bitte kannst du mit mir spielen. Da mache ich halt Zeiten so, lege ich auch fest oder sag, ja, keine Ahnung, wir streamen, haben jetzt 10 Uhr und um 12 Uhr mache ich Community-Runden. Dann, ja, das machen halt die großen YouTuber auch nicht anders, wenn ihr es mal beobachtet. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, ja gut, die haben auch viel mehr Abonnenten, ja, trotzdem ist das eigentlich, warum sage ich die Wörter immer zweimal? Eigentlich ist das ja dasselbe Prinzip immer. Und ja, das war halt auch mein kleines Problem. Oder es war halt kein richtiges Problem, das wollte ich einfach mal loswerden. Weil ich möchte nicht, dass ihr traurig seid, wenn ihr nicht mit mir spielen könnt. Das möchte ich einfach nicht, weil, keine Ahnung. Ihr sollt bei mir an meinem Kanal einfach nur Spaß haben. Ihr sollt euch unterhalten von mir fühlen. Ihr könnt auch gerne mit mir spielen. Und ich finde das auch mega cool, dass ihr mich alle abonniert habt. Aber dann möchte ich halt auch mit Freunden so privat spielen. Weil ich möchte die halt nicht verlieren. Und die sind dann auch noch mehr angepisst. So in den nächsten Tagen in der Schule mobben die mich schon fast. Nein, aber das ist halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, krass. Ja, also da habe ich jetzt eigentlich schon alles angesprochen. Mit Community Streams, dass ihr dann einfach mit mir spielen könnt. Dann kann auch jeder spielen. Wir können es auch mal gerne abwechseln. Nur, dass ihr wisst, dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr akzeptiert es. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber ich denke mal, es ist gut angekommen. Ich habe es gut zusammengefasst oder auch nicht, weil ich nicht reden kann. Das ist mein erstes Video, ja, wo ich nicht spiele. Keine Ahnung, wenn ich spiele, fällt es mir irgendwie einfacher. Zu reden und Themen anzusprechen, aber wenn ich jetzt hier einfach nur sitze vor meiner Word-Dokument und OBS in der rechten Seite, ja, keine Ahnung, fühlt sich das irgendwie anders an und ich kann auch nicht so gut reden, ja. Jo, gut, dann kommen wir mal zu noch einem anderen Thema, weißt du, weil ist das Thema so, jetzt kommen wir mal die richtig wichtigen Thema, die ganzen W-Fragen. Also, als erstes wollte ich schon nochmal fragen, was wollt ihr auf meinem Kanal sehen? Also, Fortnite macht mir im Moment mega Spaß, aber da gibt es auch noch ein Problem. Das spreche ich mal gleich noch an. Auf jeden Fall, was wollt ihr sehen? Ob ihr ich mache jetzt mal eine Abstimmung mit 5 Sachen. Minecraft, Fortnite, andere Spiele. Ich überlege mir noch ein paar. Könnt ihr auch mal gerne Vorschläge unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich weiß, beim Handy ist das immer ein bisschen Abfuck, weil wenn ich guck halt auch noch richtig viele YouTuber. Die sagen so, ja, schreibt mal das in die Kommentare. Oder denkt man sich so ein Nein, ich habe aber keinen Bock, mein Handy jetzt zu drehen, dann runter zu scrollen und einen Kommentar zu schreiben. Es ist einfach so. Außer, dass bei mir der Unterschied ist, dass ich wirklich den Kommentar auch lese und den wirklich auch noch, ja, keine Ahnung, darauf antworte. Das ist bei den größten YouTubern nicht so der Fall, also. Aber sie sehen das bestimmt auch, aber. Ja, und dann wollte ich noch das ansprechen, was ich ansprechen wollte, nämlich Fortnite, ja. Jeder kennt Fortnite, Fortnite Battle Royale, digitaler Mörder, man kennt den Hasen. Ja, Fortnite hat aber auch seine Tücken. Nämlich Solo zum Beispiel. Ich krieg keine Solo-Win auf die Reihe oder schöne Runde Solo. Das geht einfach nicht auf Aufnahme. Ich habe schon 4 Solo-Siege. Ja, im Hintergrund seht ihr gerade einen mit 8 Kills. Step on the fucking haters. Oh fuck, jetzt habe ich schon versprochen. Ja, moin. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder bei 10 Minuten. Alles klar, wie ich schnell rede. Immer dachte ich mir so, ich hatte schon 4 Punkte von meiner Arbeitungsliste von 6 abgearbeitet. So bei 2 Minuten. Ich denke mir so, aua, ob ich da überhaupt was voll kriege. Aber jetzt sind wir einfach schon bei 10 Minuten, ey. Auf jeden Fall. Wo war ich jetzt hängen geblieben? Ich bin so ein Pisser, Alter. Ah ja. Wollte ich auch nochmal fragen. Die W-Fragen waren mir. Also, was wollt ihr sehen? Das Problem von Fortnite, ja, dass ich keinen Solo-Sieg auf die Reihe bekomme und die Runden im Squad auch nicht mehr so gut laufen. Dann nochmal, Videos. Wann habt ihr Bock, Videos kommen? Also um welche Uhrzeit? Ich mache die immer sonntags. Nein, ich mache sie in den Ferien jeden zweiten Tag, wenn ich es hinbekomme. Bitte nicht traurig sein, wenn kein Video kommt. Immer um 12 Uhr, ja? Immer um 12 Uhr kommt ein Video von mir.
Ja, also nicht immer halt, ihr wisst, was ich meine, ja. Sonst ist es halt, wenn wir keine Ferien haben, das macht mich traurig, wenn ich dran denke, dass wir irgendwann keine Ferien mehr haben. Auf jeden Fall, wenn wir keine Ferien mehr haben, dann sonntags um 12. Peace. Sonntags um 12. Könnt ihr mal bessere Uhrzeiten reinschreiben, weil ich habe das Gefühl so, sonntags um 12, keine Ahnung, man ist am Essen oder macht irgendwas anderes und ich glaube so, 19 Uhr liegt man noch so im Bett und chillt so und guckt YouTube-Videos. Ich glaube, das wäre besser. Ihr macht auch wieder hier eine Abstimmung, ein paar macht ein paar Uhrzeitvorschläge oder schreibt es halt in die Kommentare, aber Abstimmung ist einfach easier. Und ja, was haben wir noch mit der Streamfest? Ja, oder was soll ich spielen? Ja, vor der Gerne. Ja, okay. Ich hoffe, das kleine Intro-Video hat euch gefallen. Das Gameplay hoffentlich auch. Ich habe es ein bisschen so recht geschnitten auf meine Audiospur und das wird relativ schwer. So, obwohl, ich bin mal gespannt, wie man das schneiden lässt, weil ich habe es ja noch nie gemacht, sowas. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Schreibt alles in die Kommentare, was ich gesagt hatte. Und ja. Nehmt bitte an den bitte auf das i oben drücken. Bitte, danke, weil sonst ist es halt blöd, wenn nur so zwei Leute abstimmen und dann beides 15% steht. Ja gut, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und haut da rein. Ciao!